Brauchst du eine Diaschaufel, ganz ehrlich? Ja, die habe ich gebraucht. Die brauche ich. Okay. Ich habe mal die Soundwigs und die Cobblestones da rausgeschmissen. Können wir es jetzt eigentlich nochmal machen? Es wurden jetzt so 4 Versuche, 4 gebraucht. 4 braucht. Mein Gott, 4 Uses vom Siegel. So, ich sage es einfach ganz offen. 4 Uses vom Siegel sind es auch gebraucht, 252. Ah. Ja. Weil ich wollte es nämlich gerade mal mit der Workbench von Tinkers Construct versuchen. Haben schon versucht, das geht nicht. Arschen? Das ist richtig arschig gemacht. Okay, ich laufe mal wieder zu dir. Bring eine Truhe mit. Das bin ich schon zu weit. Vielleicht meine Rüstung ausziehen sollen. Hi. So. Ich stell dir hier die Truhe auf. Ich tue alles wieder rein. Okay, der nächste Versuch. Da ist jetzt auch einiges von mir in Zeug drin, ne? Ja. Einfach Level 3. Okay. Scheiße. Ich hab sie falsch angeordnet. Oh. Ich war fertig. Perfekte Scheiße. Ey. Lol. Wo ist das Siegel? Ich hab's. Ach, da bist du. Ja, ich bin schon wieder da. Alter Finne. Ich hab's falsch angeordnet. Willst du mich verarschen? Ja, komm. Jetzt aber, alle guten Dinge sind 3. Okay. Oben Eisen. Yes. Okay. Hä? Willst du verarschen? Was ist? Heilige Scheiße! Was war jetzt los? Kennst du das, wenn da gerade so ein Blitz kommt und auf einmal, ja, hörst du nichts mehr? Ja. Der Blitz war gerade so laut, dass ich nichts mehr von dir gehört habe. Ich hatte aber gar nichts mehr gesagt. Alter. Ja. Entweder bin ich zu doof, das anzuordnen, oder ich habe irgendeinen Dachschaden. Was ist, wenn du das über Shift-Rechtsklick machst? Christian? Bist du noch da? Christian? Buddy in your channel timed out. Gut. Sehr schön. Juhu. Ich schreibe mir mal ganz kurz auf WhatsApp an. Ich guck mal, ob da was klappt. Aber das sieht nicht gut aus.
Vielleicht fragen wir auch noch einfach mal Baker bei der Aufnahme, ob der uns da kurz helfen könnte. Weil die haben sich das ja schon mal gecraftet und wir sind eindeutig so nah am Marsch. Ja. Ja, super. Dann könnte ich in der Zeit ja nochmal, wo ich nichts. Moment, das habe ich doch damals vergessen. Ich kann ja nochmal ein paar Minuten warten auf Christian, ob der nochmal wiederkommt. Ansonsten. Ja. Ja, ich glaube, das nehme ich. Ich nehme mal seins mit. Meins ist aufgeladen. Jut. Nehme ich mir mal mit, das Wichtigste. Und die tue ich schon mal zu uns. Also. Aber ihr seht das Portal to the Deep Dark, das ist nicht ohne. was man da mal währenddessen machen könnte. Wir könnten eine Feeding Station machen, oder wie heißt? Ja, eine Feed Station. Haben wir dafür alles drin? Wow. Ja, wir nehmen auf jeden Fall Stainless Steel. Was ist das? Tungsten Steel auf jeden Fall. Haben wir noch hier goldene Karotten? Ne, nur einen goldenen Apfel. Eine Karotte. Dann gehe ich mal kurz nach oben und hole da eine 4 Karotten. Ich will ja jetzt hoffen, dass man das Crazy schnell wiederkommt. Ach, ist das eine tolle Aufnahme. Eigentlich hatten wir ja vorgehabt, das Portal to the Deep Dark gestern zu machen, aber wir hatten beide Schiss davor. 1. Okay, weitere Goldnuggets. War echt so gar keine Wunden. Jetzt sollte aber genug dran sein. So, die Feed Station haben wir gebaut. So, leuchten wir da mal ein bisschen mal aus. Noch ein paar Fackeln über. Gut. Mach mal hier auch noch ein paar Fackeln. Das sieht ja doof aus, wenn es ja so dunkel ist. Ja, mach mal hier ein bisschen Platz. So, ja. Schön Vanille ausbauen. Naja, so ganz Vanille ist ja auch nicht, wenn ich mit der Tinkerskonstruktspitzhacke abbaue. Aber was war eigentlich so euer Highlight dieser Staffel bisher? Das würde mich echt mal interessieren. Es gab ja echt viele Aktionen, die hier schon stattfanden. Also, was ich echt cool fand, was wir auch gezwungen hatten, war echt hier der Wizard Fight. Fand ich echt interessant. Oder auch hier, wo wir ins End geleitet sind, das war auch schön. Und wie fandet ihr das eigentlich, dass jetzt auch so Neulinge wie Crazy und ich mal dabei waren? Also jetzt Neulinge in der Let's Player-Szene, meinte ich. Weil, ich bin ehrlich, anfangs dachte ich echt, dass keine Sau uns zugucken würde. Aber als dann wirklich so die ersten Zuschauer kamen, auch wirklich Zuschauer, als die Vorbereitungsphase vorbei war, ich war echt baff. Ich muss ich echt zugeben. Hätte ich echt nicht gedacht. Also in dem Sinne schon mal tausend Dank an euch.
weiß nicht, was mir einfällt. Wir brauchen hier noch einen Lever. No signal. Haben wir noch einen drin? Jawoll. Machen wir das mal hier hinter. Gut, die Idle-Phase bleibt. Hab ich ja das schon mal nicht verkackt. Dann brauchen wir noch eine Kuh verloren. Ich hab doch eindeutig eine Kuh verloren, oder? Machen wir hier mal schön noch ein bisschen Glas ran. Ich glaube, das könnte sogar schon reichen. Geschlossener Raum. Ich glaube, ich mache da hier nochmal eine Tür rein, dass wir da nochmal reingehen können. Haben wir noch eine Tür? Nö, aber Automatic Extractor. Sehr schön. Aber wo habe ich die eine Kuh abgelegt? Also, das war Single Use. Eigentlich sicher. Was war das jetzt hier? Sammeln. Ach, der Fruit Picker, okay. Oder habe ich die jetzt da oben fliegen lassen? Hat eigentlich Crazy mittlerweile schon geantwortet? Nö. Was soll das doof? Ah, da ist er. Nope. Ach du Kacke, haben wir den Untoten. Ich habe mir schon mal was überlegt für die nächste Staffel. Ja, wir werden auch wahrscheinlich bei der nächsten Staffel mit dabei, wieder damit dabei sein. Ich habe mich schon mal jetzt an das Mapback ein bisschen reingeguckt, das besteht schon mal soweit und. Alter Finne, da hat sich ja der liebe Bakerman wieder was ausgedacht. Komm, das kann man gerade mal löschen. Mach mal 6. Und das müsste da sein. So, eine Tür. Eine Kuh hier rein. Gut, die sterben auch nicht. Sehr schön, dann gehen wir jetzt mal gerade oben ein bisschen Weed holen. Sollte man ja, glaube ich, mal hier was haben. Wow, wir haben ja echt kein Weed mehr. Dann enden wir gerade was wieder ab. Ich hatte auch mal vor ein paar Folgen ja mal gefragt, was ihr auch noch mal so sehen wollt, und es kam halt deutlich raus, als wann was Aquarian Skies sehr beliebt geworden ist anscheinend bei euch, und da wollte ich mal